Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnenburg, Iburger Straße in Osnabrück. Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Marc Wachs hatte letzte Woche nach dem Spiel gesagt, also viele Aktionen, das hat nichts mit Profifußball zu tun, sondern das war Jugendfußball. Wie kommt das bei dem Trainer an? Ja, ich habe mit Marc drüber gesprochen. Also letztendlich ist es vielleicht dann falsch aufgenommen worden oder vielleicht dann auch nicht das ausgedrückt worden, was er damit sagen wollte. Es sind einfach Kleinigkeiten, die im Moment uns vielleicht dann auch zumindest letzte Woche auf die Verliererstraße gebracht haben. Und da geht es nicht nur um die einzelne Situation, sondern vielleicht auch eine Folge von Fehlern. Und die hat er damit versucht anzusprechen. Und demnach habe ich kein Problem mit einer offenen Aussage, es auf Jugendfußball dann zu reduzieren. Ich meine, das ist klar, die Jungs im Jugendbereich, die machen dann vielleicht noch ein paar häufiger Fehler, aber sind auch sehr bemüht. Und das ist nicht anderes als bei der Mannschaft auch.